bei so einem großen Fuhrpark, 300 Lkw, 450 Pkw, da sind Unfälle nie auszuschließen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, diese Unfälle sehr massiv zu reduzieren. Die Unfälle ist ein großer Kostenblock und diese zu reduzieren ist unser oberstes Gebot. Und natürlich das Fahrpersonal fällt weniger aus. Wollte ich immer von der Industrie die absolute Technik, was zum Kaufen gibt. Und dann bin ich auch bei der Industrie an die Grenzen gestoßen, dass die gar nichts liefern können. Zum Beispiel den Abbiegeassistent. Den habe ich ja 2015 selbst entwickelt, weil es auf dem Markt nichts gegeben hat. Ich analysiere jeden Unfall und schaue, wie ich die Unfälle, den einzelnen Unfall immer verhindern kann. Was, ob ich mit technischen Mitteln was erreichen kann, dass der Unfall nicht mehr passiert. Ich kann allen Fuhrparkmanagern nur raten, wenn sie ihren LKW sicher machen wollen, dass mit Abbiegeassistent anfangen. Als zweites dann schon die Nordlock-Schraubensicherung. Als drittes die Rückfahrsensorik. Als viertes dann Trittsicherung, dass der Fahrer geschützt ist, Seitenblinker in dieser Reihenfolge. Der Stillstand ist Rückschritt. Ich bin nie zufrieden und das kann man immer noch verbessern. In kleinen Teilen, in Details oder auch einmal die technische Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Und so bin ich immer am Ball, unseren Fuhrpark stetig zu verbessern.